Guten Abend, München. Ein Lied über die Situation, wie es sich so anfühlt, wenn man auf ein Schiff geht und versucht, unter Lebensgefahr ans rettende Ufer zu kommen. Roter Mond. Tage drehen bei, sind bereit für den weiten Weg zurück. Der rote Mond bewegt sich klar, reist mit, verfolgt mich stetig, Schritt für Schritt über Meer. Sein Licht über Meer, ich entweich ihm nicht. Monate, Jahre verfahren in der endlosen Pflicht. Stürmen getrotzt, Salzger Stolz, hart verkehrt, versehrter Verzicht. Und die Flucht und das Sehnen und das Dämmern, das Vergehen. Und ich weiß und ich häng an dem Glauben, dass du an mich denkst. Und ich fühl und ich mein, dass du irgendwo durch die Sterne scheinst. Schlaf ich noch? Bin ich wach? Bin ich laut? Bin ich schwach? Wo ist das Land? Legen wir an, wogt es noch? Ich wanke nach. Kein fester Boden, ich schwanke, alles gedämpft und blass, dass die Träume sich ballen, um sinnlos zu zerfallen. Und ich weiß und ich häng an dem Glauben, dass du an mich denkst. Und ich fühl und ich mein, dass du irgendwo durch die Sterne scheinst. Schlaf ich noch? Bin ich wach? Bin ich laut? Bin ich schwach? Bin ich schwach? Bin ich schwach? Und es wogt und es reißt und es bleibt ein rauer Stich Unendlichkeit. Und es zerrt und es beißt, ein trauter Blick, deine Gelassenheit. Und dein Ja und dein Schein, holst du mich je wieder ein. Und ich weiß und ich häng an dem Glauben, dass du an mich denkst. Und ich fühl und ich mein, dass du irgendwo durch die Sterne scheinst. Schlaf ich noch? Bin ich wach? Bin ich laut? Bin ich schwach? Wie lang's noch geht? Und wie lang? Und was dann am Ende steht? Am Ende steht. Was am Ende steht? Ich trage an sich von Hause aus eine Brille. Ich sehe nicht mehr so gut. Ich bin etwas älter geworden, deswegen trage ich auch graue Mäntel. Das sieht man ganz eindeutig daran. Das deckt sich dann mit den Haaren hier unten im Ansatz. Ich möchte erstmal ganz herzlich guten Abend sagen und im Namen von uns ganz herzlich bedanken, dass wir bei so einem Abend hier dabei sein dürfen, dass wir eingeladen wurden
von den Sportfreunden Stillern, von der Stadt, was die hier hingebracht haben mit euch zusammen, ist unfassbar, ist wirklich wunderbar, wirklich, wirklich wunderbar. Vielen herzlichen Dank, dass wir dabei sein dürfen. Das sackt meistens erst ein in den nächsten Tagen. Und es ist beeindruckend, was die Gesellschaft in der Lage ist, in Gang zu setzen. Sich dieser globalen Herausforderung zu stellen, ist sinnstiftend. Das tut uns allen gut, das bewegt uns. Und I'm terribly grateful for all the refugees to come. They move a whole nation and give us sense in our lives. This is amazing and wonderful. Hier in München haben die Menschen gezielt, hier in München haben die Menschen gezeigt, wie sehr die Bevölkerung mitfühlend, hilfsbereit, aufgeklärt und willkommen heißend ist. Ich glaube, das ist ein wunderbarer Anfang. Es entsteht ein völlig neues Wir-Gefühl hier in Deutschland. Das ist etwas, damit hat keiner gerechnet. Und ich denke, wir bewegen uns alle gemeinsam und haben der Politik direkt gezeigt, wie es lang geht und wie wir das wollen. Wie sehr sich die Politiker auch anfangen zu zanken, unberechtigte Ängste schüren und Wahlkampf betreiben, was bei dem Schicksal der Menschen, die zu uns kommen, zynisch und absurd ist, was auch dem frischen Gemeinsinn gefährdet. Wir sollten immer mehr werden, wir sollten uns nicht beirren lassen und das Glück und die Begeisterung in der Situation sehen. Die Menschen kommen zu uns, weil sie sich bei uns sicher fühlen, geborgen und willkommen. Sie wollen unsere Nachbarn werden, unsere Freunde, unsere Mitspieler. Gleichzeitig wollen sie etwas Neues beginnen, etwas aufbauen mit uns und dieses Land neu beleben und mit anpacken. Wir sollten zusammenhalten, Halt geben und gemeinsam für alle Haltung zeigen. Es steckt ein Aufbruch in allem Neuen und wenn ich jetzt bayerisch werden darf, mir san mir, jetzt san ma mehr und das ist gut so. Ich habe jetzt noch eine kleine Delikatesse vorzuführen und ich möchte euch alle bitten, es gibt eine Partei, die im Namen Jesu wunderbare Neuigkeiten auf uns verbreitet, gerade hier in Bayern. Wir haben dieses wunderbare Plakat gefunden, das haben sie im letzten Jahrhundert veröffentlicht, da steht oben drüber: Vertriebene, eure Not ist unsere Sorge. Gemeinsam schaffen wir es. Wählt CSU, die einzige Partei, die Flüchtlingswahlkreise fordert. Ich denke, das sollten wir uns zu Herzen nehmen, das stimmt wirklich. Das ist von 1946. Die Partei hat leider ihre Wurzeln verloren. Aber im Namen Jesu verbreiten sie noch auch sonst angenehmen Unsinn. Das nächste Lied heißt Ein Stück vom Himmel. Dankeschön. Darum in seinem Namen, wir heißen selber auch, wann stehen wir für unsere Dramen? Er wird viel zu oft gebraucht, alles unendlich, unendlich. Welcher Armee ist heilig? Du glaubst nicht besser als ich. Die Bibel ist nicht zum Meinigen, die Erde ist unsere Pflicht, sie ist freundlich. Freundlich wie ihr nicht. Ein Stück vom Himmel, ein Platz von Gott, ein Stuhl im Orbit, wir sitzen alle an einem Boot. Hier ist alles, hier ist was selbst. Wir sind überdacht von einer grandiosen Welt. Religionen sind zu schön, sie sind für Moral gemacht. Da ist nicht eine hehre Lehre, kein Gott hat klüger gedacht. Ist im Vorteil, welches Ideal heiligt die Mittel? Wer löscht jetzt den Brand? Legionen von Kreuzrittern hat sich blindfütig verrannt. Alles ohne. Nö, nö, tölle,
Schicksal, Leben und Tod. Glückliche Enden, Lust und Hoff. Warum wir eigentlich nicht? Sie ist freundlich. Warum wir eigentlich nicht?